für viele unbekannt, für andere Schnee von gestern. Die Geschichte des transgenialen CSD. Der CSD ist ein Gedenk-, Fest- und Demonstrationstag von und für lesbische, schwule, bi-, trans-, intersexuelle Menschen und alle anderen ausgegrenzten sexuelle Identitäten. Benannt ist der Christopher Street Day nach der ersten bekannt gewordenen Gegenwehr im großen Umfang von homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten in New York City, USA. Gewalttätige Razzien der Polizei in Kneipen der schwulen, lesbischen und Trans-Community waren nichts Neues. Am 28. Juni 1969 haben sie sich jedoch richtig gewehrt. Yes! Yeah. Vor der Bar Stonewall Inn kam es zu tagelangen Straßenschlachten zwischen Trans- und Homosexuellen. Viele von denen waren African Americans und People of Color und die schlugen sich mit der Polizei. Also die Straßenschlachten waren mit der Polizei und der Community. Genau. Zum Gedenken an dieses Ereignis. Aber auch, um für die Anerkennung und gegen die Diskriminierung zu protestieren, erfolgten seither jährlich weltweit Demonstrationen. In Münster gab es 1972 die erste größere Demo für die Rechte und Anerkennungen von Schwulen und Lesben. 1979 fanden in Bremen und Berlin die ersten Christopher Street Days statt. Und in Berlin, wie sieht's da aus? Da gibt's seit 1997 auch den transgenialen CSD. In politischer Abgrenzung vom großen Berliner CSD. Juhu! Aber wie kam es eigentlich dazu? Als einer der Auslöser für diese Spaltung gilt ein Zitat Anfang 1997 vom damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden, wie hieß der gute Mann nochmal? Landowski. Dieser Mann, Herr Landowski, hat gesagt, es ist nun einmal so, dass dort, wo Müll ist, Ratten sind. Und dass dort, wo Verwahrlosung herrscht, Gesindel ist. Genau. Das muss aus dieser Stadt beseitigt werden. Aus der Peinlichstraße. Aus Protest gegen diese Aussage wurde der Rattenwagen ins Leben gerufen und nahm am CSD teil. Die Insassinnen wühlten symbolisch im Dreck und bewarfen andere Paradeteilnehmende damit. Dieser Wagen wurde besonders von der Polizei beobachtet, nachdem auch parkende Autos mit Dreckspritzer abbekommen hatten, wurde der Rattenwagen und der Demo-Teil, der sich darum herumbewegte, von der Polizei vom Rest des Zuges abgespalten, mit dem Versuch, den Rattenwagen zu beschlagnahmen. Die offizielle CSD-Demo-Leitung meldete diesen Teil der Demonstration daraufhin ab. ohne die Teilnehmerinnen davon zu informieren und ohne mit der Polizei über den Tatbestand eines Dreckspritzers als Anlass für eine Wagenbeschlagnahmung als unangemessene Maßnahme zu behandeln. Dem Rattenwagen wurde das zu ungemütlich und aus Protest sowohl gegen das Verhalten der Polizei als auch gegen die Demoleitung gingen sie mit sich solidarisierenden Menschen als Spontan-Demo nach Kreuzberg. Seitdem findet jedes Jahr ein alternativer CSD statt. Dieser hier. Der durch verschiedene Stadtteile geht, aber traditionell immer mit einem Straßenfest und Redebeiträgen hier am Heinrichplatz endet. Inhaltlich ging es seit der Entstehung des transgenialen CSDs um mehr als die gesellschaftliche und staatliche Ausgrenzung verschiedenster sexueller Identitäten. Die Themen in den letzten Jahren waren dementsprechend vielfältig. Von Armut, Stadtumstrukturierung, über Rassismus, Gentrifizierung, Kriege, aber auch Themen wie Genitalverstümmelung, Kürzung kultureller Projekte und Arbeitsbedingungen bei Lidl
hatten schon Platz auf dem transgenialen TSD. Ja, und traditionell wird der transgeniale CSD von einer offenen Organisationsgruppe organisiert. Die war so groß, schier und zähbar, und wir möchten uns bei allen, die dabei waren, bedanken. Geschichte wird selber gemacht, ihr schreibt die Geschichte weiter. Juhu!